So, und weiter geht's. Hallo Thomas, ich grüße dich. Ich lege mal an, du weißt ja, meine TFK, 10 Finger Kondoms, ja. Und heute machen wir mal wieder wirklich was Einfaches, super Leckeres, richtig passend zur kalten Jahreszeit. Wir machen eine Hähnchenkeule, quasi indische Art, ja. Nicht mit Sahne, sondern mit Joghurt. Was man dazu brauche, ganz einfach, ich brauche ein bisschen Ananas, brauche ein paar frische Banane, rote oder weiße Zwiebeln, bisschen Knoblauch, ein vernünftiges Currypulver, ein klein bisschen Mehl zum Abbinden und dann ganz zum Schluss, wenn die Soße fertig ist, ein bisschen Joghurt. Zum Auffüllen nehmen wir natürlich ein Geflügelfond. Ja. Habe ich jetzt gerade rausgeholt, sind schwerer gefroren. Und das hier, das ist eine Hähnchenkeule von Kikkock, schon ausgebeint, nennt man auch Polofino. Okay? Salz, Pfeffer und das war's. Zum Braten nehme ich mir ein bisschen Butterschmalz, sprich hier. Die Inder nehmen ja das typische G, G, wie sie dem aussage. Ja, wir nehmen einfach einen Butterschmalz. Jetzt geht's los. Wir tun die Sache vorbereitet. So, okay. Wir starten. Ich fange an. Ich puder die Fleischinnenseite ein klein bisschen mit Curry. Ihr könnt mehr oder weniger verwenden. Das überlasse ich euch. Dann gehen wir ein bisschen drüber mit Salz. Und mit ein bisschen Pfeffer. So, und das war's schon. So, jetzt gehen wir hin und tun die einfach so ein bisschen einschlagen, so leicht einrolle. Und jetzt würzen wir das Ganze noch von außen. Und da macht ihr bitte jetzt kein Curry mehr dran, weil das verbrennt euch beim Braten, sondern nur Salz und Pfeffer. So, damit es hält, könnt ihr jetzt hingehen. Man könnte einfach einen Spieß durchmachen oder ihr bindet es ein bisschen. Es muss keine Roulade sein, aber wenn es so im Ganzen bleibt, dann könnte das viel, viel schöner garen. Ja, okay? Bis gleich, ich binde schnell zusammen, dann sehen wir uns wieder. Okay, und los geht's. Ja, ich nehme mal wieder Pfanne zu Hilfe. Ihr nehmt euer Butterschmalz, gebt ein bisschen was rein, ja, und dann setzen wir die Hähnchenkeule mit der Hautseite nach unten hier rein und brate die zuerst an. So. Wenn ich sage, wir schließen den Deckel, nutze die Oberhitze mit und gleich geht's weiter. Okay, wenn ich sage, wir gucken mal, drehe das Ganze einmal rum. Ah, das sieht schon nicht ganz so schlecht aus. Die Schale hier, Thomas, die lasse ich mal da, auch wenn da ein rohes Geflügel drin war. Ich lege das Gebratene noch mal kurz hier rein, aber wir schmoren es nachher in der Soße fertig. Von dem her muss man sich keine Probleme oder Gedanken machen. Bis gleich. Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Das sieht jetzt richtig gut aus. Jetzt nehmen wir die Teile, also innen noch komplett roh, raus damit und mach Platz. So, wenn du jetzt mal hier reinguckst, Thomas, guck mal hier rein, dann haben wir jetzt hier nicht nur das Butterschmalz, sondern wir haben hier auch das Fett von der Hühnchenhaut. Und das ist das, was es besonders lecker macht. Jetzt kommt als nächstes die Zwiebeln rein. Ihr könnt den Knoblauch gleich dazugeben, wenn ihr anständig arbeitet und die Hitze ein bisschen im Griff habt, dann brennt der auch nicht an. So, das kurz anschwitzen. Dann kommt als nächstes die Ananas dazu. Ich habe hier frische verwendet. Wenn ihr keine frische habt, ist es auch kein Problem, eine Konserve zu nehmen. Und ich sage es das 100. Mal, wenn ihr eine Konserve nehmt, dreht die Dose rum, guckt nicht auf den Preis, sondern guckt, was drin ist. Ja, es gibt alles ohne Zusatzstoffe. Es gibt gut, gut und schlechter. Weiter geht's. Jetzt nehmen wir unsere Banane. Übrigens, bei mir steht wieder nicht ein Stück Banane, bei mir steht wieder 100 Gramm drin. Ja. Meistens ist die Banane ein bisschen schwerer, aber dann esst er das halt und dann ist das weg. So, jetzt haben wir das schön angezogen. Jetzt kommen die Bananenstücke dazu. Hier geht es um zwei Dinge. Es geht einmal um den Schmelz, was nachher passiert, und um diese Süße. Der Ananas selber, der bringt witzige Säure mit rein. Und jetzt als nächstes, als allererstes den Curry.
den jetzt ganz kurz mit anröste. Ah. Ah, das ist geil. Und jetzt kommt unser Mehl. Und da seht ihr auch, das ist eigentlich fast die gleiche Menge wie das Curry. Ja. Brauchen wir gar nicht ganz so viel. Und da ist jetzt wichtig, wenn du mal reingehst, Thomas, das ist es. Jetzt müsst ihr das so verrühren, dass das Mehl hier komplett weg ist. Und dann füllen wir das Ganze auf mit unserem hausgemachten Geflügelfond. Und da jetzt gucke, dass es kalt ist, logischerweise. Dann löst sich das Mehl auch richtig auf. Ja. So, kurz anrühren, kurz ankochen. Und dann kommt auch schon wieder unsere Hähnchenkeule mit dazu. Gerade einmal kurz ankochen, dass das Mehl gelöst ist, Hähnchenkeule dazu und dann schmoren wir das. Übrigens könnt ihr natürlich auch einen Kerntemperaturfühler nehmen. Arbeitet nach unserer Temperatur. Ich würde hier nicht nach Gefühl arbeiten, dann wisst ihr auch, dass ihr am Garpunkt sind. Ihr müsst unbedingt bei so einer Keule, empfehle ich euch, zwischen 76 und 82 Grad. Ich esse es mit 74, okay, aber 76 bis 82 Grad, dann habt ihr eine super saftige Keule, dann passt's. So. Mal hier, es kocht. Man sieht schon, die Bindung, siehst du? So. Jetzt könnt ihr die Hähnchen nehmen. Gerade hier einsetzen. Passt. Und jetzt da drin schmoren. Jetzt könnte man auch, Thomas, wenn man das will, jetzt könnt ihr da auch hingehen und könnt auch den Deckel auflegen. So. Gerade wenn man einen großen Topf hat und das Material liegt nicht ganz in der Soße, dann baut sich ein bisschen Dampf auf und dann schwitzt es, dann gart es unten und oben gleichzeitig. Da müsst ihr nicht viel drehen. Ja. Jetzt einfach runter, dass es nicht mehr zu stark kocht, auf ca. 160 bis maximal 200 Grad. Und ich würde behaupten, zwischen 20 und 25 Minuten und das Ding ist fertig. Bis gleich. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Ja. Gucken wir mal hier rein. Öffne mal den Deckel. Ja. Ah, komm mal näher. Nimm mal eine Nase voll. Nimm mal eine Nase voll. Und, was denkst du? Sieht gut aus. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch das Finish. Nehme das hier rüber. Und dann kommen wir mit unserem Joghurt. Aber vorher nehmen wir das Geflügel raus. Jetzt machen wir nur noch den Joghurt dazu. Und das braucht er gar nicht mehr kochen. Einfach lecker. Er ist halb gefroren. Also man sieht, das ist immer noch in der Winterzeit. Und der Joghurt, das gibt dem Ganzen jetzt so eine richtig, richtig tolle Frische. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob es passt vom Geschmack her. Schmecke das Ganze ab. Ja, ein Ticke fehlt. Klein bisschen Salz. Aber wirklich nur wenig, weil können wir uns eigentlich sparen. Durchs Einkochen, durchs Reduzieren haben wir natürlich ein mega leckeres Aroma. Das erinnert mich, ich habe so ein Déjà-vu an meine Lehrzeit. In meiner Lehrzeit war das immer so, im Winter haben wir Currys gekocht, wenn es dann draußen geschneit hat, es war so arschkalt und du hast draußen den Curry gekocht, das war einfach nur mega geil. So, jetzt kommt das Nächste. Jetzt schneiden wir die auf. Wenn es geht, ein ordentliches Messer, weißt du ja. Wenn man will, vielen Dank, Heiner. Gerne. Dann macht er ein bisschen Reis dazu oder ein paar Nudeln. Aber ich selber, ich bin so ein bisschen von einer anderen Fraktion. Ich habe lieber das Doppelte, wirklich das Doppelte an Fleisch. Und das schmeckt mir dann viel, viel besser. Und jetzt ordentlich von der Soße ran. Und schon haben wir das Thema. Grill doch einfach. Ja.
Jetzt kannst du den Schnickschnack machen, kannst noch garnieren. Aber vergessen wir das. Grill doch einfach. Lasst es uns essen, lasst es uns genießen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.